Ja Leute, servus und willkommen zu einem Reaction-Video auf Leroy with Real Leroy with Wissen. Sympathisches Kerlchen bist du, Mann. Leroy, wir sollten uns mal treffen. Und ich überzeuge dich, dass das nicht das Ende ist. Na, dass es nicht das Ende ist. Ja, das ist wirklich so richtig ganz witzig. Ihr seht, ich habe es mir von komplett angeschaut. Jetzt muss ich es wieder anschauen. Also ist der resette das, aber mache ich natürlich nicht. Ja, Leroy hat tatsächlich ein geniales Format gemacht und ich habe damals schon gedacht, ja, irgendjemand macht was machen, weil man hat mir vor, ich glaube vor über 20 Jahren, nee, nicht 20 Jahren, das war 2007 oder 2006, hat man gesagt, ja, mach doch YouTube-Videos. Im TV hat man mir gesagt, mach doch YouTube-Videos, du bist auf, da bewandert in dem Bereich und du hast kein Problem mit auf Menschen zuzugehen, ne, weil du ja verkaufen kannst wie ein Typ, der eine Zeitung liest und immer Einser schreibt, ne, so in der Art, aber naja, ich habe es halt nicht gemacht. Ich habe gesagt, ja, warum sollte das tun? Das ist unlogisch für mich. Ne? Und ja, im Fernseher gab es nie was Kleines und dann kam Leroy mit seinem ersten richtig coolen Video, da wo es tatsächlich um ganz andere Dynamik ging. Ich finde es sehr schade, dass Leroy der Titel aberkannt wurde, dass er kein Journalist ist. Für mich ist er ein Journalist. Und zwar ein YouTuber-Journalist. Ne? Und wenn man das richtig benennen könnte, ist er halt eben ein Medienjournalist für digitale Medien oder für halt eben für ein neues Format, YouTube-Format. Ne? Also deswegen YouTuber-Journalist, ganz klar. Und YouTuber-Journalisten, die sind gut, die machen ihr Ding und Leroy macht auch wirklich richtig krasse Sachen, wo selbst die AfD und Spiegel TV man sehen muss, die sind sehr einseitig, die großen Medien, und dabei kriegen die Haufen Geld in den Arsch geschoben und können es dann auch nicht. Und vor allem dieses Selbstbewusstsein, dass Leute behaupten, Selbstbewusstsein kommt, weil er im Rollstuhl hockt. Nee, eben nicht. Weil es gibt so viele Menschen, die im Rollstuhl sind oder nicht im Rollstuhl sind und die können nicht so reden, wer. Das liegt ihm halt einfach, das ist halt sein Ding. Weil es gibt Kommentare, die ich mir durchlesen musste, Alter, mach doch Maurer und dann mach es dann berufen, wenn du hart gearbeitet hast, dann akzeptieren wir dich, du Motherfucker. Kennt. Ja, das ist echt krass. Leute, du kannst nicht Maurer werden und dann halt nach ein paar Jahren später hast du dir verdient, weil du hart gearbeitet hast, ein Haus gebaut hast, dann Moderator zu werden. So funktioniert der Scheiß nicht. Ja, jeder Mensch hat halt eben sein Talent und kann etwas und seine Gaben, wie Hashem das gegeben hat. Und ja, danach steht ja alles drin, muss man halt nachlesen. Oder im Talmud und in der Tora oder Midrash, Kabbalah, ne? Je nachdem, was man, wo man Zeit hat, das alles durchzulesen. Und dann ist es ganz einfache Lösung. Ne? Der Lokführer wird Lokführer, weil das liegt ihm halt. Meistens machen die Leute wirklich das, was sie werden wollen. Ne? Das manche gibt es. Die machen halt einen Job, wenn sie jetzt gezwungen sind oder weil es ihnen nicht gefällt. Sonstiges zum Überleben gibt es auch, aber in den meisten Fällen ist das nicht so. Ne? So, ja, auf jeden Fall coole Sachen gemacht. Hat dann richtig relax angefangen. Videos waren einmal kurz, mal waren sie länger, aber die waren richtig cool, fand ich, weil das waren halt eben so Themen, die normale Fernseher sind, die sich nicht rangetraut haben oder weil sie es halt nicht wichtig gefunden haben und so, ne. Aber das war halt ein neuer Stil. Das fand ich natürlich ganz witzig, das, wie ist das, Nazi zu sein? Vor allem jemand, der jüdisches Blut hat. Jüdische Vorfahren, war das ganz witzig, dieses Video, weil für mich das immer so war, okay, das muss man ganz anders betrachten. Ne? Aber nicht jeder hat das so betrachtet. Kumpels, jüdische Kumpels, die fanden das Video nicht lustig. Ne? Hey, so gibst du einen Nazi die Hand, tötet ihn am besten. Es ist halt einfach so mit einer Vergebung. Du kannst nicht erwarten von allen Juden, dass sie dann das Video gut finden. Ne?
Also, dass sie oder dass man sagt, es ist ein Ex-Nazi, das wird dir verziehen. Das kannst du knicken. Das kannst du einfach knicken. Es gibt Leute, die können vergeben und es gibt Leute, die können es nicht. Das ist individuell von Mensch zu Mensch. Ich habe meinen Leuten oder ich habe den Leuten, die mich umbringen wollten für eine bessere Welt. Ne? Also waren richtige NSDAP-Leute, also die waren richtige Nationalsozialisten, das ist nicht diese Nazi-Quatsch, diese Neonazi, das ist alles Blödsinn. Das ist überhaupt nicht, die haben keine Ahnung. Die haben nie meinen Kampf gelesen, die meisten davon. Von daher sind die gar nicht so böse. Das sind einfach nur Leute, die Mopper sind und nicht genug Liebe bekommen haben, meistens oder von der Stelle getreten sind, aber im Endeffekt, wenn sie ihr Leben richtig gelebt hätten, ganz anders auf einem ganz anderen Niveau wären. Ne? Aber das ist wiederum meine Expertise zu das, was ich erfahren habe. Ne? Auf jeden Fall, ich habe richtige NSDAP-Leute kennengelernt, da waren nicht Nazis auf NSDAP, die haben auch meinen Kampf in den Händen gehalten, also richtig Leute, die das gelesen haben und die gesagt haben, für eine bessere Welt müssen wir dieses KZ-Kind, dieses Polackenschweinchen, dick KZ-Kind, Kell. Und ich bin dann ich habe das nie so erzählt, weil für mich war das einfach ein Erlebnis, wo ich sagte, okay, habe ich gespeichert, wenn irgendwann mal niemand wissen will, dann kann ich das halt erzählen. Ne? Aber das ist halt einfach halt so eine Sache. Ja? Wenn man dann halt so sieht, dann kann der eine oder andere einen falschen Eindruck bekommen. Und dieses Grüßen, ey, mein Kumpel, ne? Da gab es halt im Endeffekt Leute, die gesagt haben, ja, das ist nicht professionell. Ne? Und ich finde aber, die Art, wie Leroy das gemacht hat, war neu. Und deswegen hat mir die Art gefallen. Ne? Natürlich, manche haben behauptet, er, wie dieses Video, wie ist das im Gefängnis zu sitzen? Oder er war im Gefängnis, ja, super geil, jetzt interviewst du mal die größten Arschlöcher der Welt. Was ist mit den Opfern und so? Ne? Und da muss man auch sagen, da haben die Leute Leroys Thema gar nicht, die Thematik verstanden, weil hier geht es einfach nicht um die Kategorie Opfer und Täter bei Leroy, sondern es ging einfach darum, beide Seiten zum Wort zu kommen zu lassen. Ne? Und das hat er dann später auch wirklich umgesetzt. Am Anfang war das nicht so. Und dann hat er das wirklich umgesetzt. Und ich finde seine Videos, vor allem, dass die Leute, ich weiß nicht, wo er diese hübschen Mädels rausgerückt hat, oder diese krassen Typen, die solche Autos haben, die sind richtig genial gemacht. Also wirklich, die Leute haben sich, glaube ich, bei ihm beworben, so wie ich das verstanden habe. Die sind richtig gut gemacht, wirklich gut geworden. Und er wurde immer noch krasser, professioneller und so, ne, klar. Aber das war richtig, ja, das war sympathisch. Das ist mein Feedback. Und jetzt hört der Kanal auf wegen politisch Incorrectness, wegen irgendwelche Spackos, ne, Leute, ne. Und da denkt man sich, ja, super. Ja, deswegen, da wollte ich halt auf jeden Fall dir, Leroy, sagen, dass es schade, dass du aufhörst. Ja, schade eigentlich. Ne? Schön wär's, wenn es noch ein Video mit mir gemacht hättest. Ah, geil. Ich sagte, wir werden nach Polen. Ich hätte dich mitgenommen nach Polen. Da haben wir nur Gaudi gemacht, nur Blödsinn. Oder nach England gefahren und sonstiges. Ja. Habe ich das Video AfD? Wir haben ein bisschen Zeit zu Reaction. Ich versuche es kurz wie möglich zu halten. Ich habe eine 4-Stunden-Reaction gehabt, ein Special. Das werde ich vielleicht auch noch veröffentlichen, aber jetzt machen wir so einige Themen an. Also, die Kritik zur AfD, die war total unbegründet, weil die Leute haben es wieder nicht verstanden. Es ging lieber nur darum, zu sagen, hey, es gibt zwei Sichtweisen. Der eine sieht das so, der andere sieht das so. Okay? Ich nehme bewusst der mit. Ich liebe es auch, die Leute zu provozieren. Oh, ich liebe das so sehr. Oh, meine Güte, liebe ich das. Und die Leute mich dann. Weil Trans ist halt eben biologisch nicht das gleiche wie X-Chromosom. Also einmal X, X und einmal X und Y. Ne? Das ist halt nicht das gleiche. Und biologisch gesehen gab es für diese Tabletten nicht vor 100 Jahren. Es gab das alles nicht. Und wir gehen immer von der Evolution aus, von der Biologie rein. Was wäre, wenn das nicht gegeben hätte, diese Experimente? Und diese Experimente, die gab es nicht. Und von daher gibt es keine Umwandlung. Die Leute haben schon damals auch bestimmt solche Probleme gehabt und kommen damit klar. That's the life. So. Und dann gab es dann diese Experimente und dann hat man
Pseudowissenschaftler geschafft, dass er so und so ist. Ja, ich habe auch Träume gehabt, wo ich immer eine Frau war, immer ein Werwolf, immer ein Vampir, immer ein Fuchs. Ich träume, dass ich ein super Teufel bin und ein höheres Wesen und Gott zugleich und super Motherfucker-Kind und eine Bratpfanne und hoch drei und ich habe mich trotzdem nicht in einen Werwolf transferiert. Ne? Es ist einfach so, wie es ist. Ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Trans kommt ja von dem Wort transferieren, also sich in etwas umwandeln. Und das geht halt nicht zu 100% wie bei Star Trek. Und von daher ist es halt eben eine schwierige Sache. Experten sagen daher, die Knallharten oder auch wir, also nicht alle, aber so einige, die in der höheren Sphäre waren, dass das halt eben nicht beansprucht werden kann. Das heißt, ein Mann, der sich in eine Frau transferiert, bleibt selbst ein Mann bei der Person oder bei den vielen Personen, die ihn vorher als Mann kannten, wegen diesem Bewusstsein, was der Mensch hat. Weil wenn das richtig umgewandelt werden müsste, dann müsste es wie ein Star Trek geben, man müsste von der ganzen Zeitlinie, wo alle anderen ihn als Mann in Erinnerung haben, müsste man das auslöschen. Und das kannst du nicht machen, und das geht ja nicht, das wäre das Zeitgefüge ändern. Und darum geht es. Diese Leute ekeln sich gar nicht. Die Leute verstehen es ganz falsch bei dem Thema Trans, sondern es geht um das Bewusstsein, dass du hast jahrelang deinen Cousin oder deine Cousine gekannt. Und jetzt auf einmal ändert sich so ein gravierender Umwandlung, eine riesen Umwandlung. Und das ist halt für viele ein No-Go. Das ist gegen die ethnischen Vorstellungen, gegen die Moral. Und das muss die Person eben auch mit berücksichtigen, dass niemand zwingen kann. Das heißt, die Transperson kann niemanden zwingen, ihn zu akzeptieren. Und dann muss halt dementsprechend das auch so gehandhabt werden, sagt, okay, das ist okay für mich, dann nennst du mich halt eben, dass ich ein Mann bin, obwohl ich wie eine Frau aussehe und ich akzeptiere das. Ne? Weil niemand kann das aufzwingen. Ne? Wir haben das, wir Juden haben das gelernt, niemanden aufgezwungen. Ne? Wir haben gesagt, okay, ne, das war in Wirklichkeit bei uns Juden so, es gab eigentlich 20 Gebote. So, und der Moschel, der ist ja eigentlich, weil er halt eben so voller Gedanken war, außerdem gestolpert und dann sind ihm 5 Gebote runtergefallen. Und dann hat er gedacht, naja, ich gehe mal oben rauf. Und dann ist er kurz rauf und sagte, Herr Hashem, ich wollte dir was sagen. Und was ist? Moschel, was ist? Nix, ja, alles in Ordnung. Ich gehe da mal wieder. Ja, geh, geh und bring die Gebote. Ne? Und dann ist er halt wieder gestolpert und dann waren es halt nur noch 10 Gebote und dann wollte er wieder rüber und ach nee, nee, komm, nee, der ist so ehrfürchtig und so beängstigend, so groß. Nein, komm, ich sag, es waren halt 10. Er hat mir nur 10 gegeben. Und dann geht er nach unten zu den Leuten und sagt, ey, hier sind die 10 Gebote. Und hofft und hat in seinen Gedanken und sagt Moshe, denkt, ne, währenddessen er das zeigt, denkt er so, oh, scheiße, hoffentlich merken die das nicht, dass es 20 waren. Ne? Also, dann kann das. Was ich euch damit so eine kleine Botschaft machen will, man kann das halt eben so halt nicht aufzwingen. Es gibt gewisse Dinge, die sind, wie sie sind. Ja, und deswegen haben wir die 10 Gebote. Gut, Spaß beiseite. Es waren nicht 20, es waren nur 10, aber es sollte eine Gleichung sein. Ja, eine ein bisschen abstrakte, verrückte Gleichung. Falls ihr es verstanden habt, gut, wenn nicht, Pech gehabt. Ja, und so ist das halt mit ihm. Er versucht eine Frau darzustellen, aber ist dann halt dementsprechend keine Frau von der Definition her durch die Chromosomen und durch die zweite Definition, durch das Bewusstsein der Zeitebene, die wir da haben. Und dritte Sache ist durch die biologische Struktur der Geburt. Ne? Das heißt, er kann das nicht ändern. Er kann aber von den Leuten, die sagen sich, okay, sieht weiblich aus, akzeptiere ich als Frau, wenn deine das macht, sagen, okay, gut ist, that's the life. Und da halt eben meinte, Leo hat einen Fehler gemacht, Leo, du hast doch keinen Fehler gemacht, lass dich nicht von irgendwelchen Pappnasen da
drücken oder auf etwas beharren. Man soll auf eine Meinung nie bestehen. Ne? Es gibt, ich habe Leute kennengelernt, die sagten zu mir, es gab einen Holocaust. Nicht so, okay, ne, ist ja alles klar, ne? Es ist doch alles eine Lüge, ihr Juden, ihr seid nur Opfer, weil ihr nicht überwegkommen könnt, bla bla. Ich muss mir wirklich sehr viel Scheiße anhören. Und da habe ich gesagt, ey, weißt du was? Du hast so recht, du hast so recht, wir Juden, wir haben so Unrecht. Alles gut, ne? Du kannst, das ist das Judentum, du kannst niemanden zwingen. Niemanden darfst du zwingen. Ne? Deswegen sind wir so klein und deswegen sind wir so selten verbreitet weltweit, weil wir niemanden unterjochen, keine Kreuzzüge machen, keine anderen Züge, ne? Oder sonstige Aufzwingungen oder Überzeugungen. Das machen wir nicht. Wir sagen, hey, that's the life. Hashem ist gut. Peace and out, ne? So und die Art. Und alles wird gut. Aber niemanden halt zwingen. So, das ist eine. Schauen wir mal das nächste. Ich versuche kurz wie möglich zu reagieren, weil aber das gefällt mir auch nicht so sehr, dass ich so kurz war. Normalerweise, ich bin da sehr, sehr breit gefächert. Aber gut. Kritik zum Glücksspielvideo. Sicht des anderen eben etwas schief läuft. Und vor einigen Wochen hat. Genau, das war eine Sache, die du gar nicht rechtfertigen musst. Leroy, das war von dir unnötig. Ich sagte echt, weil das ist dein Ding. Und der, wer ist denn da nochmal? Die Pappnase. Rezo, das ist echt eine Pappnase. Er verkauft sich wie ein Judas. Wenn das Wort fällt mir gar nicht ein. Judas verkauft er sich. Also wirklich, ey, ne? Ein richtiger Verräter, ne? Mal so, wie es ihm halt, wo halt er dann kurz davon profitiert, ne? Also musstest du echt nicht machen. Ne? Die Behauptung, was Rezo über halt Liu gebracht hat, die war natürlich nicht fundig und ja, ist blöd, ja. Wenn jemand sowas behauptet, dann hast du ein Problem. Aber, ne, hätte halt der sich nicht befreunden sollen. Da musst du mal manchmal aufpassen, mit wem du Freunde schließt. Ja. So, dann gehen wir zu NS-Zeit Zeuge. Der schlimmen Situation was Gutes gemacht hat. Darüber habt ihr noch nie gesprochen. Lass uns weitermachen mit einem anderen meiner Fehler. Das war mein Gespräch mit einem Zeitzeugen der NS-Zeit. Ich habe damals verstanden, dass wir eine große Chance haben, die Geschichte festzuhalten und diese Chance in wenigen Jahren aber verpufft, wenn eine Generation von Zeitzeugen einfach. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Leroy, man muss sich auch da nicht rechtfertigen. Also unnötig, da der Leroy auch unnötig. Also so, die Zeitzeugen sind wichtig, von beiden Seiten. Beide Seiten erlebt haben. Es ist wichtig, ich konnte meine Großmutter leider nie fragen, wie das so war, inhaftiert zu werden und dann abtransportiert zur Vergasung. Dann halt eben doch überlebt zu haben, wegen blaue Augen und wegen einem SS. Offizier, der gesagt hat, Sie können doch unmöglich eine Jurdin sein, so schöne blaue Augen, ja, ungefähr, ne? Vom Gefühl her kann man sich so vorstellen und schön wär's, aber dann Leute sterben kann man sie halt nicht mehr fragen und ich finde das gut, was du machst, dass du beide Seiten befragst, also die Sith-Seite und die Jedi-Seite, wobei die Sith auch mal Jedis waren, also die Guten, und die wurden halt korruptiert und da ist trotzdem wichtig zu sagen, okay, was hat demjenigen dazu veranlasst, so in diese Richtung zu gehen? Und dann hat man so einen gewissen Wert und kann sagen, wie können wir in Zukunft das vermeiden? Klar, es gibt Leute, die sagen, kannst du knicken, es wird immer Arschlöcher geben, und da haben die auch recht. Aber man kann einiges so eindämmen. Man kann nicht alles perfekt kontrollieren, das ist auch totaler Quatsch. Und das Leben ist auch gar nicht kontrollierbar. Du kannst von heute auf morgen überfahren werden und gut ist, ne? Aber das Format war richtig cool und deswegen ihn zu verurteilen, das ist natürlich nicht richtig gewesen. Und er hat einen Fehler gemacht mit dem Leibwächter, genau. Leibwächter war es nicht, sondern eben hat bewacht. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Aber trotzdem so Fehler passieren auch den großen Medien und darauf wird nicht geritten. Ne? Von daher, ja. So, was haben wir noch? Genau, dann Teil 2. Montana Black, genau, wegen Montana Black wollte ich dir sagen, mach dir nichts draus.
Der Montana Black, das sind doch alles nur ehemalige Mopper und die können nur mobben. Also ich würde mich darum nicht einschüchtern lassen. Ich habe es nie verstanden. Also Montana Black hat halt eben seine Leute, aber ich sag's uns ehrlich, der Montana Black, ich halte nichts von ihm. Von Montana Black würde ich auch nicht verstehen, wie er es geschafft hat, berühmt zu werden, ne? Was die Leute an ihn haben. Ne? Also, ich halte nichts von Montana Black. Ne? Was noch? Genau. Ich könnte Ausdrücke über jetzt verwenden, aber ich habe es jetzt mal gelassen, ne? Dass der Montana Black früher sich wie ein Arschloch verhalten hat oder wie ein Wichser oder wie ein Motherfucker, ne, also was bringt mir das, ne? Macht mich jetzt nicht berühmt und so. Das ist halt, ne, für deinen Leroy macht dir nichts raus. Einfach so. Genau, besonders die Leroy nach Montanas Video geschrieben haben, was war das nochmal? Dick gehen darf. Das hier sind Menschen, die mir nach dem Video von Montana Black geschrieben haben. Ja, also das ist das, die Kommentare, die ich gelesen habe, ne? Das ist sehr, sehr traurig. Und das sind im Endeffekt Schwächlinge. Und da sage ich dir lieber, lass dich nicht von irgendwelchen Leuten negativ darstellen. Also lange Rede, kurz Sinn. Ich versuche mein Feedback kurz zu halten, Leo, ne? Was nicht einfach ist für mich, du weißt ja, ich rede gerne. Alleine kurz Sinn, schade, dass du gehst. Wir werden dich vermissen. Ich fand dein Video super gut. Ich hoffe, du machst in der Richtung doch was und du kommst wieder zurück. Und wenn nicht, dann weißt du ja, wo ich bin, der kleinste YouTuber, der Nobody, der kann dir helfen. Dann mache ich so einen Kanal, wir machen gemeinsam so einen Kanal. Und dann machen wir das aus einer richtig crazy Sache. Aus einer Infinity-Sache und dann heißt es Andy Wiki und Leroy wollen es wissen. Und dann aus einer polnisch-jüdischen und Infinity-Wesen-Perspektive. Das wird dann geil. Ne? Ne? Dann haben wir alles abgedeckt, wirklich. Und dann gehen wir nochmal hin, dann machen wir alles, diese ganzen Themen noch einmal. Ne? Und dann befragst du die linke Person und ich immer die rechte Person, ne? Also die Bösen, ne? Oder auch nicht, wie man es nennen mag. Ne? Also lange Rede, kurz Sinn. Klar, dass du aufhörst. Aber ich denke, du wirst deinen Weg finden und von daher, ja, hau die rein. Danke für deine Videos und nimm dir das nicht zu Herzen vom Montana Black. Montana, ne, dein Name, ne, du weißt, was da heißt, ne, in Amerika. Wärst du da für ein Rassist? Also sei froh, dass du in Deutschland da eine Community aufbauen konntest. Respekt. Ich glaube nicht, dass du unterbelichtet bist. Das glaube ich nicht. Nein, nein, das wirst du nicht, weil das, was du geschafft hast, muss man erreichen. Ich glaube, du bist ein sehr, sehr schlauer Mensch und hast ein Geschäftsmodell und ein Schlawiner bist du auch noch dazu, weil ich erkenne Schlawiner und du bist ein Schlawiner, so wie ich. Und du spielst mit diesen Leuten und das muss man dir lassen. Und da sage ich dir auch, Leroy, das muss man dem wirklich lassen, Montana. So was zu erreichen, das kann nicht jeder. Ja? Und das muss man auch mal zollen, ne? Wie du das auch immer geschafft hast. Aber ey, Respekt. Aber Leute, Peace. Peace and out. Bis zum nächsten Mal. Oh Mann. Montana. Oh Mann.